Ja, man hat ja immer unglaublich gerne viele tolle Salate zum Grillen gemacht. Mittlerweile geht man auch dazu über, Grillgemüse zu grillen, egal ob Mais, Paprika, Zucchini, Zwiebeln, Champignons, gefüllte Champignons, alles tolle Sachen, die wirklich super gut als Ergänzung zum Fleisch schmecken. So, das sind jetzt grundsätzlich so mal die rustikaleren Varianten, die wir jetzt gerade hier grillen. Wir haben Chivapchichi, wir haben Klipse Junges. Also so Klipse Junges, das sind hier, das ist ein Currywurstbrät, was wir abbacken und dann noch mit einer Marinade ummanteln. Schmeckt ähnlich so, wie wir die Fleischrollen aus Holland kennen. Und man muss einfach sagen, das ist eine, wenn es denn eine Fleischrolle genannt werden möchte, dann ist es eine ganz, ganz hochwertige Fleischrolle. Man könnte eigentlich sagen, der Mercedes unter den Fleischrollen. Ist für viele junge Menschen unverzichtbar beim Grillabend, aber auch Ältere fahren voll auf unsere Klipse Junges ab. Ich denke immer, es gibt ein so tolles Angebot an Grillware, auch an Gemüse, an allem, an Fleisch, an Wurst, dass man einfach auch viel probieren muss. Deswegen werden bei uns schon oftmals die einzelnen Portionen relativ klein gehalten, damit man nicht wie früher gesagt wurde, nach 2, 3 Teile habe ich genug gegessen, sondern dass man wirklich 5, 6, 7 Teile probieren kann. Bei so einem Grill muss man natürlich so ein bisschen auch mit Gefühl arbeiten. Da muss ich auch schon immer wissen, dass ich hier höhere Temperaturen habe wie außen. Und entsprechend muss ich die Sachen immer lagern, drehen, wie auch immer. Werden aber sehr, sehr schön. Wir haben hier so Römerröllchen. Da ist Rucola mit und Frischkäse mit eingebunden. Dann haben wir eine gefüllte Rindfleischtasche. Dann haben wir Lammkarree. Auch ein ganz interessanter Artikel, sehr exklusiv. Wird oft auch gerne bei einer Grillparty als Starterpaket genommen. Wir beziehen unser Lammfleisch nur aus Irland, ausnahmsweise mal, also nicht der regionale Gedanke im Vordergrund, weil die irischen Lämmer oder das irische Lammfleisch besonders schmackhaft und gut ist.